Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Rock Pack. Wieder mit mir, Shikoya und Froschi. Hi. Hi. Aber eigentlich sage ich schon bei Rock Pack hi, aber. Ah. Hab's irgendwo verschlafen, nachdem ich mir 2 Minuten auftippen musste als Startzeit. Mann, ich nehme immer viel zu früh auf. Also. Naja, oh, scheiße. Olli, du hast doch weiß bei deinen Enderkisten, kann das sein? Ja. Also, muss ich mal umändern. Oder ich klaue einfach deine Items. Ja, schön. Clown. Nein. Na gut. Ich kann nur kurz sagen, ich habe eigentlich nicht viel gemacht, außer ein paar Sachen gebaut und hier den Keller ausgehöhlt. Da schon mal den Anfang für das Smeltery gemacht, die ich gleich bauen werde. Shiku hat immer noch meine Kiste umgedreht, der Wichser. Ja, mir wurde langweilig. Aber ich lasse sie mal so, die sieht ja schön aus. Und ansonsten habe ich hier noch über Kristalle, hier die Obsidian-Tiles hingetan. Einen besseren Ofen gebaut mit so. Hoppern hießen die, ich bin so blöd und sagst du denken. Neue Türen und was haben wir uns durch? Mehr habe ich nicht gemacht eigentlich. Und ein Chunkloader. So, dann bin ich jetzt am Smeltery bauen. Hab alles schon für die Smeltery gemacht und werde dann gleich auch mehr vermutlich ein Werkzeug bauen, wenn ich die Materialien dafür habe. So, die Smeltery ist nämlich dazu da, um sich selber Werkzeuge zu machen. Die, und die dann auch mit selber Effekten versehen. So. Erklär mal ein bisschen näher, Froschi. Der Froschi kann es gleich mal erklären, jetzt bin ich jetzt mal kurz dran, ich warte nämlich gerade schon die ganze Zeit vor meinem Haus. Ich bin ein paar Mal gestorben, sieht man vielleicht mal auf Tab, also ich meine 16 Mal. Oh. Ja. Ach. Auf jeden Fall, ich bin ja ein paar Mal gestorben und habe jetzt letztens meine ganzen Items verloren. Ich habe mir gerade nur noch ein Jetpack dazu gemacht und zu dem Zeug kommen wir auch später. Und sonst, ich habe plus ein paar Dinger noch behalten, wie meine Axt und meine Ender-Pouch. Und ich habe mein Haus ein bisschen verändert. Ich habe jetzt Haufen Karrees bei mir jetzt schon hängen, weil ich habe den Quarry jetzt zum 4. Mal, habe ich den jetzt schon wieder aufgesetzt seit unserer letzten Aufnahme-Session mit Flo. Warte, lass mich mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5 Mal bis jetzt. Na, das bist du, ja, hier läuft schon wieder 4. Da hinten sind die anderen 2 Löcher. Ich habe jetzt auch schon über 2 Stacks Diamanten damit gefunden, weil man kriegt ja ungefähr mit Emma Quarry aufsetzt ungefähr so 40 bis 50 Diamanten. Und habe mir eben halt mal alles so mit Diamantkisten ein bisschen zerlegt, ausgestattet und hier haben wir wieder die ganzen Karrees, da habe ich mal wieder ein paar neue hingesetzt, weil die alten voll waren. So, was wollte ich jetzt noch sagen? Ach ja, Paube hat ja gesagt, er macht jetzt bei sich eine Smeltery. Flo hat ja schon eine und ich will mir ja, ich baue noch offscreen ein bisschen Farm, ein bisschen Kobold, ja genau, Flo. zwei Sachen formen. Da muss ich mal brüllen. Auf jeden Fall, da wollte ich Kobold und Ardite Erz farmen. Ich kann dir eine Spitzhacke geben, die hat Flo mir auch gegeben, bloß um das Kobold zu formen. Ja, könnte ich dann gleich in der nächsten Folge oder so machen. Mal sehen. Dynamite Pickaxe. Ja. Warte mal, ich fertig. Warte, da komme ich jetzt kurz mal zu dir und dann gebe ich dir mal die Pickaxe, dann kannst du dir. Wo bist du denn? Im Keller, wa? Ja, im Keller. Okay. Extension, hojo. Oh, geil. So, hi. Ja, von mir aus. Jetzt fertig dann so lange. Die kannst du gerne haben. Danke. Ne, Slimeite? Ach, mit Alumite und Slime. Ah, ne. Smart. Ja, die sieht auch so hübsch aus, wa? Also, die ist voll hetero. Ja. Ey! Das ist Alumite, das ist ja. Hallo, ich bin Diva und ich stehe dazu. Hier hat die umgedrehte Kiste. I need Lava. Lava. Mr. Lava. Ach ja, und ich habe mir noch einen hellen Ofen gemacht. Sonst war es das eigentlich alles, was ich so auf Stream gemacht habe, weil wir haben auch, glaube ich, mal 2 Tage lang nicht gespielt. Kannst du mal kurz herkommen? Und mir dein Jetpack leihen, please. Für was? Ich habe nur das eine. Ja, ich werde es schon nicht verlieren. Ich will nur kurz ins Tempium fliegen und da schnell ein paar Lava-Eimer holen. Warum gehst du dazu nicht in die Hölle? Because im Tempium ist ein riesiger Lavasee und den kann ich dann direkt abfangen. Ich habe keinen Bock jetzt zum Portal zu laufen. Jo. In der Hölle würde ich eher sterben als... Wusstest du, das Jetpack. Danke! Bitte. Muss ich mir auch irgendwann mal machen, aber momentan habe ich ja Lust drauf. Essen, wo ist Essen? Nee, Flo, ich hole nochmal schnell noch einen Teil von meiner Rüstung und dann komme ich zu dir. Und bitte, dann. Ich wollte noch kurz. Dann fragen sich sicher alle Leute schon, was zum Teufel macht er da? Tja, Flo, da musst du mal schneller sprechen, ne? Ja. Ja, Junge. Ja, naja. Immer. Sag mal, ja, was machst du denn da Schönes, Flo? Du wolltest doch was erklären, also sag doch mal. Also, los, du machst doch irgendwas. Was machst du denn gerade zum Beispiel? Schwertschlagen. So 10 Eimer.
11 Eimer, okay. Fällt mir ein, ich brauche noch Lapis Lazuli. Ja, ich habe glaube ich noch eine Menge unten in der Mine bei mir, wenn du willst. So, ja. Nur mal ganz kurz noch, ich fange jetzt an, mir ein Resonant, das ist der Resonant, ne, der Redstone, mo. Der Redstone-Flux-Kapazitator zu machen. Und jetzt kann Flo anfangen von mir aus, weil ich bin jetzt erstmal am Bauen. Ja. Einen schönen Flux-Kapazitator. Drück mir die Daumen, dass ich nicht sterbe, ne? Ich versuch's. Ach, genau. Und bin bei der Lava und... Aua! Für das Swarm. Fuck off. Da kann nicht... Ah, ja, mach da eine Kabelfassade drauf, du Scheiß. Unter. Oh, ach ja, 1, 2, 3, 4, 5. Dazu kommt noch bei mir. Nein, mit Lava habe ich reingeworfen. Oh, fuck. Ich hatte immer ein Vollbild, also nicht komplett Vollbild aufgenommen, aber im gestreckten Bildschirm. Deswegen hatte ich oben und unten immer einen schwarzen Rand und den habe ich jetzt nicht mehr, weil ich jetzt im 27p-Fenster spiele. Ah, gut. Nimmst du mit OBS auf oder? Hä? Nee, mit Bandicam. Ah, okay, weil OBS hat dasselbe Problem. Wenn ich nicht ordentlich Resolution habe. Also du musst halt die Resolution auch nicht einstellen. Ich brauche noch Zufuhr. Ja, okay. Meinst du, was meinst du, Flashy? Jetzt glaube ich... Nein, du musst halt einfach die Auflösung gut einstellen, Alter. Ja, gut. Ja. So, ich habe hier den Raum fertig gemacht, den ich letztens angefangen habe, so ganz einfach mit den Cachés und so. Nur da hat sich ein gewisses Problem aufgetan. Und zwar diese lila Kabel, die ich verwendet habe. Die können nur 8 Blöcke so praktisch anstecken an das System. Deswegen, das zeige ich hier im zweiten Raum am besten, während ich den noch aufbaue, weil ich muss hier ein bisschen so durch. Musste ich nämlich hier so ein starkes Kabel nehmen, das kann dann 32 Blöcke nehmen. Das kannst du immer nur auf einer Seite anstecken. Das war richtig behindert. Muss ich hier dann so trennen mit so Kabelankern, damit kann man die scheiß Kabeln trennen. Das Ding ist halt einfach, das lila Kabeln halten halt nur 8. Ja. Blöd. Wie, ich baue mir jetzt kurz noch, haben wir eigentlich Tanks drin, also Tanks? Ja. Ja, weil ich bräuchte einen, auch diese normalen Tanks, also die Open Blocks Tanks, oder welche Tanks haben wir drin? Ich habe meine Diamanten zurzeit noch. Am Railcraft, also Eisentanks, glaube ich das Beste, oder Stahltanks, wenn du es dir leisten kannst. Iron Tank, wo ist es? Stahltank, war das nicht eigentlich, wenn du einfach bloß Stahl, wenn du Eisen brätst, kriegst du da nicht irgendwie Stahl raus, oder wie war das? Ich meine, ich brauche einen Tank, wo ich Lava lagern kann. Lava kann. Ja. Ich meine, ich will Lava lagern, deswegen. Naja, ja, Eisentanks. Okay. Railcraft, kennst du? Diamanten, Redstone und ich brauche... Nein, vielleicht. Sind das 1x1, 1x1 Blocktanks, oder? Nein. Was meine ich ja, ich brauche einen 1x1. 1x1. Oh, ein Portable Tank von Thermal Expansion. Flo, da fällt mir gerade mal kurz was Portable ein. Tank. Kann das denn da. Ich brauche doch zwei von den Batterien, wo? Glas und ein Kopf. Ja. Nice, einfach. Ah, stimmt ja, ich will mir auch noch so eine Spitzhacke machen. Kannst du dann erweitern. Ich glaube, der erste hat nur 16 Dinger und wenn du dann irgendwo was. Ah, 16 reicht mir locker, ich mach davon 3 Stück oder so. Okay, gut. Da brauche ich nochmal Kupfer, da brauche ich nochmal Tin, da brauche ich nochmal LED, da brauche ich nochmal Sulfo. Einmal. Ach, dann brauche ich noch einen Diamanten. So. Und Elektrum und Ingot. Ingot. So, alles rein tun, dann kann ich die Sachen wieder aufsammeln und die Sachen wieder rein. So, cool. Das Shiny habe ich von Flo gekriegt, der hat da eine Möglichkeit gefunden, wie man das Shiny machen kann. Also ordentlich machen kann. Ordentlich machen kann. Ja, aus Verriss. Das hier ist die Todeskammer. Ja, das ist eigentlich schon alles, was ihr wissen müsst, das ist einfach nur die Todeskammer. Ja. Der Teleporter da drin ist relativ selbstbeschreibend und dann die Hoppers mit der Diamantkiste, ich meine. Wenn jemand sein Zeug opfern will, da kann sich ja einfach mal auf den Ding draufstellen. Ja, wir haben da einen Teleporter im Teleporterhaus, da steht drüber nicht betreten, Todesgefahr. Der führt halt da runter und das ist praktisch immer ein Instant Death. Ah, okay. Nicht instant, aber dauert ein bisschen. Kurz erklären bei mir, hier sind so Kanäle, wo die Sachen reinfließen können, die einzelnen Dinge, das sind 4 Blöcke. Casting Bins, Basin sind für Blöcke gedacht und Casting Table kann man einzelne Formen machen. Hier Tank ist für Lava, damit dieser Scheiß auch angetrieben wird und Smeltery Controller, da tut man alle erst rein, den ganzen Kram zu machen. Mhm. So. Also nochmal zum Kistenraum, also hier sieht man so schön, wie da hinten die Kabel anstecken, das sind praktisch die Verteilerkabeln dann mit den 32 Channeln. Aber sieht man eh oben hier. 8 Channel hat der hier, weil der hat nur hier die 8.
Cafés. Und der hier voll ist, weil da eben auch der unten, der von der anderen Seite kommt. Das sind ja dann insgesamt 32 Blöcke. Hier so 3x8 Cafés und dann nochmal 8 Diamantkisten. Das ist dann praktisch der ganze Schrott drin, der sonst nirgendwo reinpasst. Ja, ich werde dann erstmal kurz Alles. den Boden machen und danach mal sehen, ob ich da noch vielleicht noch in der nächsten Folge dazu komme, mal mir ein Werkzeug zu bauen. Ich werde aber erstmal hier ein bisschen Innenausstattung machen. Das sieht noch ein bisschen schäbig aus. Und hier die Kisten kann ich auch ausschalten, weil es gibt sicher oft den Fall, dass ich irgendwo sage, von dem habe ich zu viel, da mache ich ein Cachet dafür im anderen Raum. Und dann kann ich hier die Kisten ausschalten, das Zeug rausnehmen und wieder reinschmeißen oben beim, Die armen wo ich das mal Kisten. Du willst gebaut die habe. Kisten Oh mein Gott. ausschalten? Ja, ich kann die Hilfe. Kisten ausschalten aus dem System raus. Die Hab ich armen mir schon. Kisten. Und das hier ist ein Importbus, mit dem kann ich Sachen importieren in Loch. das System, da. Nee, so viele Spitzhacken brauche ich nicht mehr. Oh, ich habe noch ein Speed-Upgrade. Gibt's die hier so easy? Capacity Card? Nee. Crafting? Aber eine will ich mal mitnehmen vor die Server. So. Power, Advanced Ding. brauchst du jetzt noch meinen Jetpack oder nicht? Nee, kannst vorbeikommen und wieder abholen, wenn du willst. Alter. Calculation. Bin ich hier Ach, ein war ich. Spursboot, Alter? Barschen puren Zertus-Quarz-Kristall? Ah. Wo bist du denn? Ah. Sekunde, habe ich irgendwas vergessen für die Smeltery? Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen. Ah, jetzt habe ich die Scheiße. Irgendwas vergessen. Da? Ah, du bist schon da. Hier. Ja, hey. Danke. Auch noch ein Terminal. Sekunde, Sekunde, leg nochmal hin, bitte. Gib mir nochmal kurz. Warte, warte. Hahaha, noch einmal, Habt Junge. ihr erschrocken, ne? Genau, das Jetpack, da wollte mein Jetpack verbrennen. Ich hab ein Dia-Schwert, Da, weißt du, ne? da. Ja und, Der für vier. ich hab ne Battle-Axt. Der für vier. Wie viel macht dein Angriff? Meine macht 11,5. Meine macht 9. Ja, also. Meine ist aber slimy. Zertus Quarz. So, Flo. Jetzt bin ich mal in deiner Smeltery zugange und da kannst du mir gleich mal helfen. Wie hast du deinen Hammer Hilft dir gemacht? nicht, find dich da selbst zurecht. Oh Junge, du weißt, dass ich das mit dem Mix noch nicht kann. Da steht eh genau drin, was du brauchst, und das legst du rein und dann hast du's. So, Ich Mann. hab das Buch nicht. Wollte was nach Ich hab dich Smelt. extra gefragt, ob du mir hilfst bei der nächsten Folge. Ja, mach Dann ich. nimm dir doch das Buch aus dem Terminal, Alter. Ja, weil Aber ich auch brauchst so gut irgendwas? Englisch kann. Hab ich irgendwas vergessen, was ich Aber brauche nochmal dafür? nehmen. Ich hab irgendwas vergessen. Oh, da. Was meinst du? Ach so, ja, natürlich helfe ich dir da. Glas. Pack einfach mal Yellow. vier Kobalterz rein in die Schmelterie, oh, wenn nichts drin ist. Und aber zuerst, ob was drin ist. Es ist eigentlich komplett leer. Gut, dann hast mal Bin vier ich euch. Kobalterz rein. Dann machen wir mal. Also mal schmelzen. 3, 4, so. Das Oder nehmen so wir wie eigentlich gerade. Das wird aber verdammt lange das Schmelzen. Kann ich den Serotan Tank eigentlich abbauen, ohne dass jetzt die Lava austritt oder so? Was? Was für ein Tank? Hä? Den Tanks für die Smeltery. So, jetzt Oh, bin erstmal ich verbaut. den Hammerkopf. Und was braucht man dazu? Eine Tough-Rotor. Ja, den Hammerkopf, den kannst du damit nach Kobalt dann schmelzen und dann die Tough Rod. So. Ja. Du hast hier noch Nee. Papier am Tisch drin, aber. Ja, es funktioniert sogar geil. Und da sind noch 4000 drin, super. Wie viel Papier Gut. brauche ich? Zwei bloß, wa? Ja. Immer so, dass ich den. Ich leg dir mal noch. Ach, jetzt verstehe ich. Ich habe auch vermutlich direkten Zugang zu dem Scheiß, okay. So, zwei Papier habe ich, das habe ich, das habe ich. Machen wir mal so. Ich meine, es ist ja nicht. Improvisorisches Setup 3000. Ist Ja, das man, lassen wir mal hier laufen. ich meine, so einen Hammer zu machen ist für mich nicht das erste Mal, aber das Mixen ist für mich das erste Mal. Ich verwirrt. Dann schmilzt du noch. Ist gleich fertig. Kannst dann schon mal einen Kobalt und einen Ardit reinschmeißen. Froschi. Solange wieder schmilzt oder was? Ja, einfach nochmal reinhauen, das braucht die seine Zeit dann. Froschi. Was denn? Weil ich brauch kurz Hilfe, weil. Ich Lass versuch erstmal, lass mal erstmal mit Olli machen, das ist mit dem Timing ein bisschen scheiße dann. Ich wollte kurz was fragen. Was? Dann frag Ja. was, wenn du sagst, du brauchst hier meine Hilfe. Ja, er zeigt beim Controller nicht an, dass ich die Erze einfügen kann. Also Erze schmelzen kann. Ich weiß nicht wieso. So. Obwohl ich es auch nicht Oh. platziere. Jetzt habe ich von beiden eins Oh. rumgeworfen. Hm? Jetzt mal den Kopf, Olli. Wo zeigt er nicht an? Welcher Controller? Was? Der Smeltery Controller, ne? Ja.
Muss ja irgendwo die Erz noch einfügen können, damit sie schmelzen, ne? Sieht voll ja. cool aus. Ja, das wird mir nicht angezeigt. Aus da links, die Itemleiste? Nix, wird mich angezeigt. Wie hoch ist er denn, deine Smeltery? Warte. Dann lass mich sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Flo? Hoch? Jesus. Flo? Hä? Ist Manöllin, oder? Ist doch die richtige, oder? Tough Rod, ja. Okay. War keiner den Mist. Warte, wie viel kriegen wir da jetzt raus? Warte, schmeiß mal lieber noch einen Manöllin von da. Okay, Frosch ist keine Hilfe, toll. Ich weiß ja nicht, was. Ich hab meine Dinger bis jetzt immer nur 3x3x3 innen gehabt. Warum? Wie viel hast du denn? Wie viel Platz? Was mal 7 hast du denn? Muss die denn genau gleich groß sein oder? Nee, ich glaube, dass schon variabel sind, aber ich glaube, in X und Z-Richtung muss gleich sein. 3x3, kann es sein? Ne, eigentlich 3x3 muss sie sein. Ich kenne sie nicht größer. 3x3 und dann hoch, wie auch immer. Ja, genau. Ach, es muss 3x3 sein, oder was? Ja, genau. Ich glaube schon, ja. Ach, ist doch Bullshit. Toll. Kann ich direkt nochmal bauen. Sascha, jetzt siehst du das Kobalt. Jetzt, ja. Wenn Ardite dazu kommt, wird es plötzlich zu Manöllin. Na komm, dann konzentriere ich mich jetzt halt einfach aufs Umbauen und Body Smash wieder. Ja, jetzt müssen wir noch warten, bis das halt eng wird. Jo, viel Spaß. Umbauen. Kann man das jetzt nicht schon gießen? Ja, dann sind nur 2/3 drin. Dann musst du so oder so warten, bis das fertig ist. Wirklich? Man kriegt doch, du hast doch gesagt, man kriegt doch aus zwei, also aus einem Erz kriegt man 2 Barren raus. Ja, und du brauchst 2 Barren, um 2 zu machen. 2 von jedem, um 2 zu machen. Achso, ich brauch, hä, warum brauche ich 2 Tough Rods? Nein, nicht Tough Rods, sondern, für Manöllin brauchst du 2 Kobalt und 2 Ardite, um 2 Manöllin zu machen. Ja, also, du brauchst 3. Achso. Ja. Toll, wie mache ich das dann nachher mit der Spitzhacke? Naja, für die Spitzhacke brauchst du eine normale Rod, dann nimmst du einfach das eine Manöllin-Ingot, was... Warte, habe ich nicht eine Manöllin-Rod noch in der scheiß Kiste liegen? Du hast vergessen, oder? Ja, eine Toolrod, Manöllin-Toolrod hast du noch eine. Ja, Tolle. Dann nimm einfach die gleich. Okay, danke dir. Mach die nach. Wo ist das? Was wollte ich? Wo ist das? Ja, da ja, was? Genau, ein Fuzzi-Upgrade. Ein Fuzzi-Upgrade? Ja, ein Fuzzi-Upgrade. Fuzzi-Card. Brauche ich eine Advanced Card, dafür brauche ich einen Calculation, dafür brauche ich einen Printed Circuit, dafür brauche ich einen Pure Certus und einen Inscriber. Goddammit, Rezepte. Meinst du, 2 Kobold-Erze reichen aus für einen Spitzhackenkopf? Ja, wo? Ja, du brauchst einen, warte, du brauchst 3 Ingots, Manöllin. Was? Hä, 3 Ingots, Manöllin? Also, warte mal kurz, du brauchst, ja, 1,5 Erze werden reichen, also 2. Dann nehmen wir das, komm. Den Rest kann ich dann einfach wieder am Bauen umwandeln und kann sie dann bei dir rinpacken. Ich darf gerade dabei, war. Weiß nicht. Okay. Den Hammer habe ich. Boden. Hammer. Hier, Hammer. Löschen wir noch Silikon und brauchen noch Redstone. Nee. Ah, hier. Hammer. Wie ist Hammer? Hab ich schon gesagt, dass das eine Ender-Chest ist, die ich da gemacht habe? Meine ist jetzt grün. Und das, die verbinden sich praktisch zu Cross Dimensions beim Quarry und die hier. Deswegen saugt hier praktisch die Atoms vom Quarry. Ich weiß nicht, ob ich das schon erklärt habe. Wenn ich jetzt eine Batterie dran mache, dann kriege ich Flux als Modifikation. Und dann kann ich sie aufladen, so wie gesagt. Wie sieht das denn aus? Ja, genau, wenn du eine Batterie dran machst, die Redstone. Wie aus? Dann kriegst du 2 Millionen drauf. Ich fließe in 3 Tage. Komm, ich mach Fliesen. Hä? Was? Fliesen? Ey, ich mach so ein Fliesenmuster. Warum kann ich keinen Redstone mehr dran machen? Wie viele Modifikatoren hat's noch? Ist denn so? Drück Shift drauf. Halt drüber und halt Shift, da steht Modifiers. Redstone. Wenn du noch... Na, ich hab bis jetzt bloß Flux und einmal Redstone 36 von 50. Zack. Naja, du wirst keine 2 Blöcke mehr drauf machen können, weil du musst erst genau auf 50 kommen, damit du wieder 1 mehr dazugeben kannst an Level. Ja, super. Naja, musst halt einen Block und dann ein paar einzelne und dann wieder... Nein, nicht deinen. Bitte deinen. Oder du machst das so wie ich, einen Block und ein normales immer, dann hast du immer 10, dann kommst du immer genau nach 5 Klicks drauf. Weißt du was, Das kann man so machen, stimmt. So. Weißt du was, wenn ihr die ganze Zeit erklärt, dann mute ich mich einfach, ehrlich gesagt. Ja? Weil meine Zuschauer können leider nicht sehen, was ihr da überhaupt macht. Deswegen
Macht ja wenig Sinn. Ist ja eigentlich, komme jetzt zu euch vorbei. Boah, wie schlimm für dich. Nein, nur, es geht mir ein bisschen auf die Nerven. Was machst du gerade leicht Spannendes? Aufmerksamkeit benötigt. Ich mach gerade schöner Wohnen. Jawohl. Ja, mit Frau Kludewigs. Das meinst du, geiler Name, viel, Bro. Bis wie viel kann ich da jetzt noch rinhauen? Bis 200. Jetzt? Ich hab auf meinen Hammer Flux und 200. Oh, falscher Stein. Ja, Flux und 200 Redstone. Hab ich jetzt auch. Yay. Selben Hammer wie ich. Ist doch nicht schlimm. Ich meine, der ist gut, der ist schön schnell. So, das Kobalt ist geschmolzen. Jetzt brauche ich erstmal noch ein... Ach ja, ich soll ja noch Adite machen, weil es dann schneller wird, wo? Brauche ich das Toolbinding oder das, also stark oder das schwache? Stark oder schwach? Na, Toolbinding. Für die Spitzhacke. Nein, das normale. Okay. Das, was nur einen halben braucht. Nein, was mach ich denn? Kann ich das nicht hoch raus? So, schon. Ja, jetzt muss er vergessen. Shit. Aus so. Kobalt machen. Ein bisschen Kobalt müsste ja noch drin sein, oder? Ja. Toolbinding, nein, da wird er ja nichts bringen. Ich würde ja Adite drauf geben, weil dann kriegst du Sonnenbaum. Hier was. Da. Okay, da. Adite drauf. Da und da. Okay. Brauchst du noch ein paar Kobold bauen? Ich hab keine Kobolde, wie oft denn noch? Ach, fuck you. Nee, ich glaube nicht. So, dann schmelze ich jetzt noch das eine Ardite. Ich lasse den Rest einfach mal in die Kiste, was ich brauche. Wo? Ja. Das Feeling, dass der Part wieder scheiße zu schneiden wird. Weil ich das Gefühl habe, dass jedes Mal, wenn ich in die Mining-Welt wechsle, dass mir ein paar Frames verloren gehen. Ah. So eine 1,5 Sekunden oder so. Das ist so ein Feeling. It's the feeling, man. Halleluja. Okay, wenn ich Sinn, aber egal. Warum? Das ist der gefühlte Mann. Ja, muss der Mann fühlen, hallo. Naja, den mal zu fühlen, ist mal wunderbar. Also ist geil, hallo. Ein Flugskristall. Ja, ein einzelner Flugskristall. Alter, ich bin schon bei 20 Minuten. What the fuck? Ja, wir sind schon bei 20 schnell, Minuten. Oder? Okay. Warte. Da haben wir 6 Mal eine extra lange Folge. Egal, ich bin da mal. Das war's für diese Folge. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn ja, schaut mal bei Froschi und bei Shikoya vorbei. Da könnt ihr mal sehen, was die ganze Zeit gemacht haben. Dann sag ich euch und wir sehen uns heute noch beim nächsten Mal. Tschüss, Sikorski. Tschüss. Ja, da war ein Stress. Bei mir knallt's im Hintergrund. Yay. Na gut. Noch ein bisschen. Was, du willst noch weiter aufnehmen? Erstmal, ich würde gerne noch mal schauen, ob ich hier irgendwas mit einem Stapel machen kann. Ja, ich höre bei 25 Nein, Minuten auf Flo. Aber ich glaube, das passt auch schon wieder. Oh. Ja, Mann, warum? Was denn? Ja, was passiert ist? Abgeschmiert. Sagen wir, ja, so ähnlich. Dort. OBS hat die Aufnahme Schrotti-Schrott gemacht. Darf man das? Ich hab keine Ahnung, das ist mir in OBS seit, glaube ich, 3-4 Monaten nicht mehr passiert, dass OBS einfach mal die Folge nicht ordentlich gerendert hat und die Folge einfach Schrott war und nur Dateibrocken war. Übrigens, ich habe hier eine Schneefarm. Ich weiß nicht, ob ich die Schneemann, Brockbreaker und Kaffee vorhin erwähnt haben. Gut, ich glaube, ich habe alles erwähnt, was ich habe. Oh, und ich habe einen neuen Raum. Flo, lass mich jetzt schon noch meine Spitzhacke fertig machen, bitte. Ernsthaft? Ja, ich muss sie nur noch zusammensetzen. Der Boy hat Stress. Welcher Boy? Ich? Ey. Wie gesagt, ich mache 25 Minuten. Ich habe noch ein paar Sekunden. So, jetzt habe ich meine Spitzhacke. Ah oh ja, stimmt. Ich habe bei 2 Minuten 5 Sekunden angefangen. Erst. Nee, das war das Falsche. Das war auch 25 Minuten. Hä? Ach doch, das war hier.
Ne, das meine ich jetzt nicht. Jetzt kommt erstmal das Flugsding drauf. Und jetzt Lapis. Das mache ich jetzt noch eine ganze Zeit lang, bis ich eben halt komplettes Glück voll habe. Und da würde ich mal sagen, bei mir ist jetzt auch zu Ende. Lux, Lapis, Redstone. Stimmt, hast recht. Ich will zuschauen, warte mal. Was, Lapis, Redstone? Hast du bei dir auch noch mit drauf gemacht? Ja, ich habe ein Redstone, dann volles Lapis und dann mal Flux. Ja. Was ist denn das? Ich habe jetzt... Oh, wegen dem Redstone schaut es ein bisschen anders aus. Na, dann ist er gut. Dann, Dann macht's mal gut, Leute. So, gute Nacht. Gute Nacht.